sind sicher. Alles okay, Salim? Tayeb, Tayeb. Lemuza bi el Aza. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkinuni al Baka wila Janibuki. Hastatiu Musa Hadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. لك حظ انقذت حياتي لن انسى فعلك حظ ابدا ich habe nicht viel Zeit. Weiter geht's. Okay. Ganz sneaky weiter hier. Vielleicht wir müssen hier lang. Durch die Seitengasse. Ist, glaube ich, generell nicht viel los. Ah, hier ist einer. Sie schlafen nur. Da. Jamal ist hier. Okay, ich suche einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Wir hocken mitten auf der Straße. Hier kannst du dich verstecken. Dass wir hier nicht zu sehr auffallen. Ansonsten. Okay. Ja, hier. Wir schleichen da rum. Vielleicht eher so. Das hätten wir locker geschafft. Hier müssen wir hin. Irgendwie. Wir müssen irgendwie ablenken, denke ich. Damit wir hier drüber dürfen. Okay. Ja, das ist fast tot. Oder auch nicht.
Wir können doch safe hier rüber, ohne gesehen zu werden. Was machen die hier für Kunststücke? Hier rein dürfen wir aber, oder? Ist doch alles frei, was machst du denn? Was macht die für Kunststücke? Das ist doch hier, das ist einfach über die Straße rennen. Ich blick's nicht. Hätte so schnellst gesehen werden müssen. Sollen wir jetzt hier einen Unterschlupf suchen oder was? Also offensichtlich müssen wir doch hier rüber. Warum sie hier nicht hinrennt, sich hier versteckt, blicke ich gerade wirklich nicht. Müsst ihr mal durchs Haupttor rein oder was? Wie kommen wir da jetzt rüber? Die will uns über die Straße nicht lassen. Nee. Irgendeinem Grund dürfen wir da nicht rüber. Ist auch zu weit weg. Was können wir überhaupt tun? Was kannst du eigentlich? Mal gucken. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal einen. Gerade irgendwie nicht. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Auf einmal können wir so weit. Das ist doch die Entfernung. Jetzt kommen wir mit Aiden auf einmal so weit weg. Okay, wir können eine Wache übernehmen. Direkt rein zu spazieren ist jetzt nicht das Geilste. Laufen wir erstmal hier lang. Hallöchen, wie geht's so? Heute einen schönen Tag gehabt. Okay. Das war nicht so gut. Nein, nein! Darf uns nicht bemerken! Ja, wie stehst du dir sonst vor? Das haben wir jetzt irgendwie verkackt. Ich habe den nächsten. Gut. Such eine Waffe. Und eins.
Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Ich schaff das. Ich kann ihn töten. Blut an den Händen macht Stimmen. Und verdient den Tod. Ich weiß nicht. Ich würde es mal von der Seite versuchen. Dass wir nicht gerade durch den Haupteingang reinlaufen. So, hier mal. أنا لا يهمني رأي أمريكا حتى في بلدي. كيف لا يهمك أمريكا؟ إيش إني دومي دي؟ الدول في العالم. Gut, lass mal durch den Eingang laufen. Mitten durch. Fällt bestimmt nicht auf. لهذا نعمل على توحيد البلاد ونطرد المتمردين ونعلو الثورة في البلاد. Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Was haben wir getan? Die Tür, ja. Auf einmal steht's da. Die ganze Zeit hin. Oh, verdammt. Siehst du, was du getan hast? Hinterlass noch Spuren. Ja, ein Denkenfoto. Das Hutalbum. Ah, wen haben wir denn hier? Salim? Abi! Abi! La Tamuja! Ich hatte es mir gedacht. Ich stehe in den Leichen. لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنك ستكتشف. Er hat jedes Recht. لقد قتلت أبي. لقد قتلت أبي. أنا أكرهك. أنا أكرهك. Siehst du, was du angestellt hast? Oh, verdammt! Fuck, wir müssen weg von hier! Steck dich hier. Ein Präsidentenmörder. Raus hier. Was können wir machen? Hier eins. Nee.
Nein, ich werde nicht sterben. Und nicht so. Es muss doch hinaus wie hier. Komm, denk nach. Denk nach. Den können wir laufen. Was können wir machen? Nein, kann Aiden irgendwas tun. Das ist in der Klemme. Die Leiter. Nein, ich will hier nicht. Sterben, Leiter, welche Leiter? Leiter. Jetzt komm. Komm. Leiter hochziehen. Oh Scheiße, Mann. Jetzt sind wir hingerichtet. Das war Rettung letzter Minute. Hätte einen Grund zu fluchen. Jetzt haben wir einen kleinen Terroristen erzogen. Das kleine Kind hat jetzt gesehen, wie ein US-Soldat seinen Vater ermordet hat. Das wird er nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. USA zu und von allen natürlich. Zu schimpfen. Tod in den USA. Das ist der Jody. Terrorist geboren. Alles klar? Nix ist klar. Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Warlords. Nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Aha.
legitime Präsident. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Das wäre schlecht für die USA. Die brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Du musst Jamal finden und eliminieren. Niemals auf falsche Salek. Der Krieg ist eine gute Geldquelle. Wovon redest du da? Viel Geld, gute Einnahmequelle. Er war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe Krieg nicht ist gut welche für die Leute, weil ein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Und viel Geld mit verdienen. Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Schau dir um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Verdammt, Mann. Sie haben gelogen, damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein, ich bin weggerannt. Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Wir können nicht mehr zurück. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Die Mission. Tja, das Geschäft mit dem Krieg, wenn der Krieg aufhören würde, wenn der demokratisch gewählte Präsident, dass die Unruhen beenden würde, dann würde der CIA und der USA eine große Einnahmequelle entgehen. So ist das Geld, ist Menschenleben sind, es ist Menschenleben und so sind lange nicht so viel wert wie Geld. Das ist und so Millionen, Milliarden an Rüstungsgeldern bekommen, das wiegt viele Menschenleben auf. Unendlich viele. Das ist, so funktioniert Politik mit Krieg. Das ist ein Herzen haben die alle gehabt. Hat da keiner mehr, wenn es um Krieg geht. Tja, unsere Entscheidung war ja nicht geküsst. Ich hab's vielleicht geahnt oder schon gewusst, aber nicht mehr im Vorderstübchen gehabt. Ich hielt ihn schon bei dieser Date-Szene, hielt ihn schon für
Ja, von Anfang an, als er uns abgeholt hat, der war nicht. Jetzt haben wir ja gesehen, was er mit uns gemacht hat. Die noch geküsst zu haben. Das wäre noch schlimmer gewesen. Eine Stadt entdeckt wurden. Okay. Der Ergreifung entkommen. Sehr schön. Der hätte auch einen Weg gekommen. Der hätte auch einen Weg gegeben, wie wir gefangen genommen worden wären. Okay. Kontrollpunkt passiert. Nur 19%. Okay. Wann, wo war das? Waffe genommen, Soldat 78%. Auf dem Dach gerettet. Kein Selbstmordversuch unternommen. Okay, da hat man die Möglichkeit mit der Waffe, aber das habe ich dann. Wir haben uns dann einen wahrscheinlich aufgehalten. Okay. Oder auch nicht okay. Alte Freunde ist das nächste Kapitel. Jordi, meine kleine Prinzessin. Oh, oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's? Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Wie geht's Nathan? Oh, er ist der Big Boss hier. Er leitet die DPA. Er hat es wirklich sehr weit gebracht seit der Zeit in unserem Labor. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Ja, natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Ihr arbeitet mit der Army? Oh, Nathan hatte gar keine Wahl. Sie finanzieren's. Dafür fordern sie die intensive Erforschung möglicher militärischer Anwendungen. Unglaublich. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jody, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jody. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Geschafft. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Und wir haben schon alles geschafft. Also wir sind schon ganz woanders angekommen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen.
Danke, Cole.